das geil aus. Wir haben direkt neben einem Lost Place übernachtet. Hier sind auf jeden Fall Kühe mit Hörnern. Also ich habe auch wenig Lust, da aufgespießt zu werden. Es handelt sich um einen verlassenen Bahnhof. Du fährst durch die Pyrenäen und danach ist eine ganz andere Welt. Aber ich glaube, das ist schon so würdig für Weihnachten, oder? Sieht echt gut aus. Also so hier vorne, dieser Dreckhaufen und sowas. Das war unser kleines Weihnachtsabenteuer. Ja. Guten Morgen. Frohe Weihnachten. Gleichfalls. Heute ist der 24. und wir sind noch in Frankreich, aber wirklich nicht mehr lange. Wir meinen von unserem Schlafplatz aus schon die Berge, also die Pyrenäen gesehen zu haben. Genau. Ja, Philipp nimmt die Kamera gleich mit raus. Jetzt erstmal sucht er unsere frische Kleidung aus dem Kofferraum, also für ihn und mich. Karl ist schon komplett fertig gewickelt, frisch angezogen. Und ist jetzt hier am Spielen. Wir haben eine sehr ruhige Nacht verbracht. Ich bin ein paar Mal aufgewacht, aber auch weil meine Decke eher immer verschwunden war und der so. Karl. Stimmt, aber das war gestern Abend, da ist der Karl aus dem Bett gefallen. Der ist die ganze Nacht heute nach unten gewandert. Er hat sich sehr viel bewegt im Schlaf, ja. Aber als er aus dem Bett gefallen ist, ist nichts passiert. Er hat dann danach hier wieder bei uns geschlafen. Machst du vielleicht mal die Tür zu? Boah, sieht das geil aus. Du kriegst die Kamera, wenn du hinten aufgemacht hast. Darf ich meine Kamera erstmal kurz benutzen? Ja, meine Tür. Du hältst es dann noch kurz so aus, wie du bist. Aber wenn du die Tür zumachst, sonst darfst du nichts benutzen. Wir sind schon am Frühstücken, also Karl ist auf jeden Fall. Für mich gibt es ein, wie nennt sich das? Spaghetti? Nein, dieser Kaffee. Karamell. Jakobs Karamell. Kaffee. Und Philipp hat sich einen Latte irgendwas. Zimt. Mit ja, gemacht. Dann haben wir Baguette. Veganen Zucchini Curry Brotaufstrich und Erdnussbutter. Auch vegan. Und falls das Baguette auch vegan ist, ist zumindest unser Essen vegan. So, zweiter Versuch. Guten Morgen. Ich habe gerade schon gesprochen, aber da war die Kamera gar nicht an. Ja, ich habe gerade hier unten die hier, erst wenn ich eingeräumt habe, hier unten gerade Wasser für unseren Kaffeewagen gemacht. Der Topf ist nicht mehr heiß, den können wir hier hochstellen. Armaturenbrett wird schon nicht wegschmelzen. Haben wir unsere Gaskartuschen schon mal gezeigt. Auf jeden Fall diese Flaschenkartuschen mit dieser Aussparung. Waren irgendwie die billigsten auf Amazon, also diese Sorte jetzt, diese von Maximum. Wir haben direkt neben einem Lost Place übernachtet, also war nicht geplant. Würde ich auch nachher wahrscheinlich nicht unbedingt hingehen, weil ich glaube, da ist nicht so viel los. Ich weiß nicht, ob das überhaupt offen ist, ich gehe mal einfach mit euch hier 2 Meter lang. Hier sind auf jeden Fall Kühe mit Hörnern. Also ich habe auch wenig Lust, da aufgespießt zu werden. Ich traue den Franzosen auch zu, dass die da drinnen sogar noch irgendwie das benutzen und das als, weiß nicht, Heulager, Strohlager für die Kühe oder keine Ahnung, irgendwelche Gerätschaften hier fürs Feld oder so benutzen und dass das wirklich noch eine Verwendung hat, dieses Haus. Auch wenn es wirklich nicht so aussieht, es sieht halt echt cool aus. Genau, dann ist hier drüben, das wird auf jeden Fall nicht mehr benutzt, zumindest nicht mehr als Haus, weil davon steht, glaube ich, nicht mehr so viel. Vielleicht war das auch nie ein Haus, ich weiß es nicht. Jedenfalls sind da hinten die Pyrenäen. Das sieht richtig cool aus. Da fahren wir auch nachher hin. In die Richtung. Genau, da steht unser Auto. Dann geht hier noch irgendwie so ein kleiner Weg hinter. Wir sind gestern von da gekommen, über den Schotterweg. Waren voll die Riesenpfützen, aber das Auto sieht immer noch halbwegs sauber aus eigentlich. Aber ich glaube, da müssen wir auch durch richtig Schlamm fahren und nicht nur durch dreckige Pfützen, damit das Auto richtig dreckig wird. Ja, hier ist, wie gesagt, entsprechend der große Fluss. Fragt bitte nicht, was das für ein Fluss ist, wenn wir dran denken, das rauszusuchen und so das machen und das finden, dann blenden wir das ein, was das für ein Fluss ist. Ansonsten, wir haben an einem Fluss übernachtet.
Angekommen. Ich zeige euch das jetzt mal von hier. Es handelt sich um einen verlassenen Bahnhof, wie ihr aber seht, der wird gerade renoviert. Also es ist halt so, dass hier wohl die Bahnstrecke von Frankreich nach Spanien, also wir sind ja jetzt in Spanien und die Bahnstrecke hierhin bzw. von hier nach Frankreich, da müssen wohl ein oder mehrere Brücken eingestürzt sein. Und auf jeden Fall fuhren dann keine Züge mehr, deswegen stand dann der Bahnhof leer und hatte keine Funktion mehr. Und der wird jetzt wohl renoviert, umgebaut, was auch immer, aber der ist halt echt schön und mega groß. Und das wollen wir uns jetzt mal aus der Nähe angucken, sofern man da halt hinkommt. Ist viel abgesperrt, aber vielleicht sieht man noch mal was. Und wir waren jetzt hier unten vor dem Bahnhof auf einem riesengroßen Spielplatz. Wie ihr seht, also der Karl hatte echt viel Spaß mit Schaukeln und Rutschen und so. Genau, und wir gehen jetzt mal hoch und gucken uns das an und ja, mal sehen, wie weit man hinkommt. Da fährt ein Zug. Okay, wobei von der anderen Richtung kann ja auch noch was kommen, theoretisch, sofern es in die andere Richtung überhaupt weitergeht. Und wir werden dann auch demnächst mal noch was zum Mittag essen, weil es ist jetzt auch schon Mittagszeit. Wir haben spät gefrühstückt, aber trotzdem kann man jetzt demnächst mal was essen. Auf jeden Fall haben wir unser Ziel für heute Nachmittag. Eine Stunde Fahrt, ein verlassenes Dorf. So wie so eine Ruinengeisterstadt. Also ein bisschen vielleicht so wie gestern, aber anders. Ich weiß nicht, warum das hier verlassen ist. Weißt du auch nicht? Was? Das Dorf? Wo wir jetzt hinfahren. Keine Ahnung. Nee. Weil wir sind jetzt auch, glaube ich, hier nicht in so einer Vulkangegend, oder? Wo dann irgendwie mal das Dorf überschüttet wurde und dann haben die später alle Asche weggemacht und dann war das Dorf wieder da oder so. Also mal gucken, vielleicht steht dort was, vielleicht finden wir was raus oder wir tun dann was wieder dazu sprechen. Und dort werden wir halt den Nachmittag verbringen und Kaffee trinken, essen und ja, vielleicht auch schon die ersten Geschenke auspacken. Wir haben jetzt überlegt, dass der Karl vielleicht jetzt auch schon ein Geschenk nach dem Essen auspacken darf. Und ob wir dann heute Abend nochmal woanders hinfahren, wo wir dann unseren Stellplatz halt uns woanders suchen oder was auch immer, das entscheiden wir dann. So, wir haben unser Ziel für den Nachmittag erreicht. Ich zeige es euch gleich. Ihr habt jetzt auch schon im Zeitraffer gesehen, wie schön hier die Gegend ist. Es ist halt so krass, du fährst durch die Pyrenäen und danach ist eine ganz andere Welt. Es sieht unglaublich warm und sonnig aus. Es ist auf jeden Fall angenehm, aber leider nicht so warm, wie es aussieht. Also es sieht alles aus wie so 30 Grad oder so, finde ich. Und das hier ist jetzt unser Ziel. Also hier geht ein Weg hoch
Und das ist eine verlassene Stadt, ein verlassener Ort, was auch immer. Und wir gehen da jetzt gleich mal hoch. Vorher wird der Karl gewickelt und wir packen halt noch das ein, was wir brauchen. Und dann gehen wir da hoch. Ich hoffe ja auf einen, zum einen einen spektakulären Ausblick, weil da kann man ja auch nochmal weit gucken und zum anderen echt coole Sachen zu sehen. Und ja, genau, der Karl wird auf jeden Fall im Tragesitz befördert, weil hier kommst du mit Kinderwagen, glaube ich, nicht so weit. Und ich bin sehr gespannt und hoffe auf, ja, viel zu entdecken. Aber ich glaube, das ist schon so würdig für Weihnachten, oder? Genau, dann machen wir uns jetzt erstmal auf den Weg. Und ich denke mal, wir sehen uns oben wieder oder so. Und wir haben übrigens in Spanien getankt und wir haben, wie heißt das? Ultimate Diesel, also Optima Diesel getankt aus Versehen. Also diesen besseren, der war halt ein bisschen teurer, aber im Verhältnis zu den Preisen in Frankreich war der trotzdem noch billig. Ja, haben wir das auch mal gemacht. Also vielleicht ist unser Abgas besser oder was auch immer jetzt, keine Ahnung. Und auf jeden Fall ist Philipp vorhin schön durch den Acker gefahren. Ein bisschen gepflügt. Sieht echt gut aus. Also so hier vorne, dieser Dreckhaufen und sowas. Hier. Ja, das sieht auch gut. Putzt du das dann oder? Hier vorne ist er durchgefallen. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Wir sind jetzt am Auto. Karl schläft noch im Sitz. Er ist ziemlich schnell eingeschlafen. Nein. Jetzt gibt es Kaffee trinken. Danach bekommt der Karl sein nächstes Geschenk. Haben wir das andere schon gezeigt? Ist das erste? Ich glaube nicht. Es sei denn, ihr habt mein Video geguckt mit der Geschenke-Inspiration. Da habe ich nämlich seine Geschenke gezeigt. Ja? Was? Ich soll dir Bescheid sagen, dass du die Jacke abnehmen willst. Okay, dann bin ich erstmal die Jacke ab. Es sieht wunderbar aufgeräumt aus. So ein Zimtschneckenset bekommen. Also die sehen so aus. Aufgewacht. Wir suchen uns jetzt erstmal einen Schlafplatz und kochen unseren Festbraten, Festtagsmahlsbraten. Da haben wir auch gerade schon besprochen. Zeigen wir euch dann, wenn es soweit ist. Und ja, machen uns keinen Stress. Es ist jetzt kurz vor 6. Es ist tatsächlich noch ein bisschen hell, was ich echt schön finde. Und dann mal gefilmt haben, aber wir sind noch ein Stückchen gefahren und sind bei dem Schlafplatz für heute Nacht. Ich würde sagen, so am Rande der Halbwüste. Morgen geht es richtig in die Halbwüste. Wir sind hier bei dem Parkplatz von einem Vogelobservatorium. Hier ist ein riesiger See und hier stehen wir ganz alleine, aber es ist ein super, super Stellplatz. Ich finde es hier richtig schön und ja, nicht wundern, falls ich hier irgendwie die absolute seltsame Farbkombi anhabe. Ich habe vorhin auch schon ein Geschenk, nein, zwei Geschenke, drei Geschenke habe ich schon bekommen. Ja, wir waren ja eins zusammen. Ja, zwei Geschenke, aber drei Sachen habe ich bekommen. Das eine davon ist die Jacke, die hatte ich mir gewünscht. Guten Morgen. Oh, der riecht sauer. Hast du gekackt? Komm mal hier. Karl, du riechst sauer. So, und das hier ist jetzt unser Stellplatz für heute Nacht. Wir werden erstmal gleich den Karl wickeln, wenn er wach ist. Ich glaube, dann werden wir uns ums Abendbrot kümmern. Und dann gibt es noch einmal Bescherung. Und also so richtig, halt dann mit allen Geschenken, die wir noch hier haben. Und ach so, wir waren gerade ein bisschen Offroad unterwegs. Bilder werden schon eingeblendet, Video ich glaub, folgt. Da haben wir nicht gefilmt. Ja, das Coolste war, Philipp ist vor dem Auto. Nein, das nicht. Doch, Philipp ist vor dem Auto vorne weggegangen, also hat angehalten, ausgestiegen, ist ein Stück vorgegangen, um zu gucken, ob wir da aufsitzen oder nicht. Und auf dem Rückweg, also er hat halt aufgeblendet, auf dem Rückweg ist er so gelaufen, weil er halt nichts gesehen hat. Und dann dachte ich mir so, ich könnte ja mal hupen. Und ich habe auch gehupt und der Philipp ist schön erschrocken.
Und das habe ich aber leider nicht gefilmt. Und was meinst du mit das Coolste? Ja, diese ganzen schlammigen Stellen und so. Die tiefen Pfützen. Aber ein bisschen was habe ich gefilmt. Das seht ihr jetzt. Das war unser kleines Weihnachtsabenteuer. Ja. Und ja, wir sind halt so, dass es so ein Heiligabend, was uns Spaß macht. Wir machen es uns jetzt auch noch gemütlich und so, ne? Aber wir auch brauchen ein bisschen nicht mit der Familie. Nichts gegen unsere Familie. Kartoffelsalat und Wiener. Okay, doch, Kartoffelsalat und Wiener könnte ich jetzt essen, aber. Das ist. Also, wir mögen unsere Familie sehr gerne und wir verbringen auch gerne Zeit mit unserer Familie und wir feiern auch gerne Feste mit unserer Familie. Also, wir sind absolut nicht die Menschen für so Familienfeste. Weihnachten so richtig Familienfeste muss so und so sein. Und, ja, also ich bin. An Weihnachten zu Hause sitzen alle abends und ja, eben. Karten spielen. Okay. Es macht alles will ich, Spaß, will ich auch mal wieder. Aber es muss nicht an Weihnachten gebunden sein, finden wir. Genau. Und wir können auch das nächste Mal, wenn wir unsere Familie sehen, Kartoffelsalat und Wiener essen. Okay. Dann ist das wie bei Weihnachten. Der Karl hat gezuckt. Also, Philipp, das ist gerade Karls Weihnachtsgeschenk. Philipp, das fast in meinen Topf gefallen. Die Melonen sind kaputt. Also, hier ist die Soße. Das ist eine Gemüsesoße auf Basis von so Tomatensoßen irgendwas mit Kochsahne und Mais. Ja, ist jetzt erstmal nur angerührt, wird dann halt erwärmt. Dann haben wir hier vorne, ich hoffe ihr seht es, links einen Topf mit Reis und rechts, das sind Zwiebeln und Knoblauch und hier vorne ist eine Dose Kidneybohnen. Das lachst du. Ja, eine Dose Kidneybohnen und die werden dann mit den Zwiebeln gebraten. Als nächstes seht ihr dann eigentlich, wie es fertig aussieht. Wir richten das an mit Salatblättern, die wir noch haben von unserem Salat, den wir gestern gemacht haben. Und ihr seht jetzt direkt, wie unser Weihnachtsfesttags-Abendessen aussieht. Ihr seht jetzt, wie ich hier koche. Hier rechts brutzeln schon die Zwiebeln in der Pfanne. Hier links wird der Reis, also das Wasser vom Reis langsam warm. Der Reis ist halt auch schon drin. Ich hoffe, das bäckt nicht zu sehr an. Weil wir nur eigentlich nur kaltes Wasser haben zum Kochen, zum Abwaschen. Das heißt, wir müssen das mit Wasser aufkochen, um heißes Wasser zu haben. Aber hoffen wir einfach mal, dass es nicht anbrät oder anbäckt, der Reis, ankocht. Aber das Wasser blubbert auch schon langsam, also geht echt halt schnell auf dem Gas, sofern kein Wind ist. Das ist super. Also der Kocher super. Und es ist halt mega windstill, man sieht voll die Sterne, aber ich glaube, ihr seht ihn nicht. Ich weiß nicht, ob wir das vorhin schon erwähnt hatten, auf jeden Fall feiern die Spanier scheinbar Weihnachten mit Feuerwerk. Also da hinten war vorhin Feuerwerk und da war vorhin auch ein großes Feuerwerk. Da drin gibt es gerade eine Lichterkette, voll cool. Genau, ich koste mal den Reis. Ich glaube, der ist noch zu hart. Ich glaube, da muss ich noch mal Wasser nachkippen. Der ist auf jeden Fall verdammt heiß. Einen kleinen Schluck. So.
stelle ich noch eben die Soße hier drauf, dass die noch ein bisschen kochen kann. Aber vielleicht ist auch die Kartusche langsam leer. Das kann natürlich sein. Also, als allererstes hat der Karl hier erstmal Reis auf seinen Schoß fallen lassen. Ich wollte euch erstmal sein Essen zeigen. Und zwar kriegt der Karl leider nichts von der Soße, weil die ist sehr scharf geworden. Karl, du kleckerst voll. Also, der Karl bekommt Reis, er bekommt vegane Mayonnaise und er bekommt die gebratenen Bohnen mit Zwiebeln. Und wir essen dann noch die Soße dazu. Zeige ich euch gleich. So, und damit ist auch unser Essen fertig. Ich finde, es sieht so schön aus mit den Farben und sowas. Das passt auch irgendwie voll hier so zum spanischen Essen. Da ist auch alles rot, gelb, orange. Finde ich. Naja, auf jeden Fall lassen wir es uns jetzt schmecken. Ich habe in der Zeit noch ein bisschen weihnachtlich dekoriert. Was? Ich spreche mit dem Karl. So, ich habe es draußen auch schon gezeigt. Okay, und ja, dann melden wir uns danach wieder, wenn wir uns alles verbrannt haben an der Soße, passend auch zu Spanien. Ich glaube, die essen auch sehr scharf. Ja. Und dann gibt es Geschenke. So, wir haben aufgegessen und zwar wirklich fast alles. Es hat sehr lecker geschmeckt. Philipp und ich haben jeder zwei größere Portionen gegessen. Karl hat seine ganze Portion gegessen und noch einen Keks. Und ich weiß nicht, ach so, doch, die Weihnachtsdeko habe ich euch schon gezeigt. Die wollte ich jetzt wahrscheinlich zum dritten Mal zeigen. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier Geschenke, da Geschenke. Und Philipp hat auch gleich noch einen Karton mit Geschenken. Und wir hoffen, wir haben nichts vergessen. Auf jeden Fall packen wir jetzt alle unsere Geschenke aus. Und ja, Karl hat jetzt auch schon wieder hier mit seinem Obst gespielt, was er vorhin bekommen hat. Zimtschnecken sind noch vorne, die hatte er bei der Fahrt. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns für heute und sehen uns morgen wieder, oder? Es sei denn, es gibt noch irgendwas Aufregendes. Aber ansonsten wünschen wir euch eine gute Nacht. Wir hoffen, ihr verbringt einen genauso schönen Heiligabend auf die Art und Weise, wie es für euch am schönsten ist, wie es euch am besten gefällt. Und ja, dann gute Nacht, bis morgen.